and this is dubstep. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von EverQuest Next Landmark. So, in der letzten Folge haben wir einige Reagenzien für unsere Silbersichel bekommen. Wir haben unsere Reagenzien für unsere Feuerstelle haben wir soweit gefarmt. Nur leider brauchen wir noch so viel Silber, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir das ganze Silber überhaupt jetzt in dieser Zeit, in der ich eigentlich weg sein will, bekommen, ja. Wir müssen halt unbedingt mal eine Höhle finden und suchen. Suchen und finden. Ich finden und suchen, das ist total intelligente Reihenfolge. Zuerst finden wir und dann suchen wir. Wo ist denn der Eingang? Ich stehe davor, aber ich finde ihn nicht. So, ist hier zufällig? Nee. Was haben wir denn da vorne? Eventuell da bin ich, glaube ich, aber jetzt nicht. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Aber, naja, vielleicht. Sieht sehr vielversprechend aus. Eine Höhle! Jawohl, Freunde, wir haben es tatsächlich in eine Höhle geschafft. Wahnsinn. So, und da haben wir auch schon Silber. Ah, ich freue mich. Sehr schön. Da war auch noch was Rotes. Ah, das ist aber eine Blume. Okay, die können wir leider nicht mit abernten, mitnehmen. Kohle gibt's. So. Ja, wir sind in einer Höhle, das ist toll, ne? Und hier noch. So. Dann ist hier nichts mehr, alles klar. Was ist hier oben? Was ist das? Gucken wir mal. Kobalt, sehr nice. Nehmen wir auch alles mit. Brauchen wir auch wieder für unsere nächste Spitzhacke. Dann kratzen wir mal alles hier aus. Das ist aber ein riesig reiches, das ist ein gutes, reiches Vorkommen an Kobalt hier. So. Genau. Her damit, ich bin eine Loot-Hure bei gewissen Dingen, bei Tungsten schon eher nicht mehr, da ist man schon übersatt von. Aber Kobalt, jedes kleine bisschen. So, dann zoome ich mal ein bisschen ran, damit wir mehr sehen. Wie uns die Felsbrocken ins Gesicht fliegen, ja. Zack. Und hier hinten noch. So. Dann hier, das ist ein riesiges Vorkommen. Aber guck, man kriegt immer nur 2 Kobalterz. Ah, hier kriegt man 9 raus. Ach, 11 sogar, nice. Sehr gut. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Gut, dann ist da der Punkt schon mal abgeerntet in dem Sinne. Dann hier oben noch. Sehr nice. So. Dusch. Und da, jawohl. Cool. Boah. Ich bin mal gespannt, wie viel haben wir denn bisher? Kobalt 500 gleich. Wow. Also, so ein Silbervorkommen mal zu finden, das wäre das Paradies auf Erden. Komm, bau ab. So. Ist gerade echt ziemlich dunkel, ne? Ach stimmt, ich kann ja da nicht bauen, weil es ja nicht meine Claim ist. Ich wollte eine Fackel hinsetzen. Aber nope, finde ich ein bisschen schade. Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine tragbare Bergbaulaterne oder so weiter irgendwann. Das ist ja mal richtig, richtig fresh, richtig cool. Oder so ein Bergbauhelm, wo da so ein bisschen hier vorne die Sache ableuchtet, wo man sich so bewegt, gerade wenn man in der Höhle ist und natürlich dann so dunkel ist. Wäre natürlich sehr geil, wenn es das geben würde oder
Oder wenn es das gibt, oder wenn es dann irgendwann das mal geben soll. Wäre sehr geil. So, das will echt nicht mehr aufhören, das Vorkommen. Wahnsinn. Komm, ich will noch die anderen Sachen abbauen. So, wir kramen mal 20 Minuten hier an dem Fleck. So. Aber wird langsam weniger. So. Okay, passt. Und jetzt noch hier. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal sehr gut abgegrast hier. Hat sich auf jeden Fall schon echt gelohnt, die Reise auf diese Insel hier. Mehr als die Inseln davor. Definitiv. Gut, wir wissen jetzt auch so ungefähr, wie es funktioniert. So die Grundzüge wissen wir jetzt, kennen wir jetzt richtig gut. Und so entwickelt sich das dann doch zu etwas Gutem. So. Zack. Hier oben noch den Vorsprung ein bisschen. Genau. Da scheint auch noch relativ viel zu sein. Wo bin ich jetzt? Ich bin runtergefallen. So, komm. Ich bin ein Genie. Ich hack meine Dusche. So, jetzt. Ich liebe diesen Haken. Sehr geil. Sehr nice. Aber ich glaube, da oben hängt nochmal Kobalt. So, ich zoome dann mal nochmal näher hin. Das sieht jetzt relativ witzig aus wahrscheinlich. Man sieht dann kaum noch was oder man sieht eigentlich überhaupt nichts mehr. So. Wie viel haben wir denn? 1001. So. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Und dann gehen wir, glaube ich, auch mal weiter in die nächste Höhle, also in die nächsten Gänge rein. Zack. Hier noch ein bisschen. So. Und da noch. So, dann haben wir es wieder abgehackt. Zack. Wow, wir haben da oben jetzt mal ein riesiges Loch reingekloppt. Wie viel haben wir? 1100. Hey, Wahnsinn. Na, okay, interessante Blue. Ist es schon wieder zu Ende hier? Sieht auf jeden Fall. Was haben wir hier? Kobalt. Was haben wir das? Was ist das hier? Ein Saphir. Interessant. Ich nehme ihn doch auch gerne mit. Haben wir von den Saphiren schon welche? Ich glaube nicht. Bin mal gespannt, was wir die benötigen. So. Zack. Wir haben ja, glaube ich, auch noch so Zwergen oder so Fragmentrelikte. Damit können wir eventuell den Speed sogar noch mal ein bisschen upgraden. Aber ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, auf so eine Low-Spitzhacke, sag ich mal, was abzugraden. Auf die Mitre-Spitzhacke dann mit Sicherheit irgendwann. Ja, das ist die Frage. Kostet natürlich noch ein paar Ressourcen. So. Zack, hier unten noch ein bisschen. Elemental-Kobalt, Kobalt, Kobalt und Saphire haben wir bekommen. Sehr nice. So, zacka, das ist glaube ich auch Kobalt. Ja, einmal noch ein bisschen mitnehmen, nicht alles, sondern einfach nur ein klein wenig. So, genau. Ich muss sagen, auch diese Form von dieser Höhle in Anführungszeichen sieht auch sehr nice aus. So, da haben wir noch einen kleinen Grafikbug. Müssen wir ein bisschen hinzoomen. Wie der Wind hier so durchpfeift. So.
Okay, Freunde, ich glaube, wir stürzen uns mal in die Tiefe. So. Wow, wo sind wir denn hier? Lass uns mal erstmal ein bisschen gucken. Auf die gibt's auf der Ebene. Was haben wir hier oben? Das sieht sehr nach Silber aus, oder? Ich werde uns mal wieder ein bisschen mit unserem Grappling Hook nach hier oben. Oder ist es Kobalt? Sieht nach Kobalt aus eigentlich. Nee, Silber sogar. Sehr nice. So, nice. Nur die Frage ist, hier rauszukommen, ist wieder natürlich wieder ein Horror. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, als ich mich sozusagen, kann man den hier? Ja, gut, geht. Jetzt müssen wir uns. So, nice. Zack. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, als ich mich da in so einer Höhle. Ich bin da in so einer Höhle drin gespawnt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da drin gespawnt bin. Ja, ich glaube, ich bin da drin gespawnt. Und dann musste ich mich rausgraben aus dieser Höhle. Puh, das hat ewig lang gedauert. So, die Frage, ich zoome mal nochmal direkt rein, damit ich besser zielen kann mit diesem Haken. So, jetzt ist die Frage, wo ist das Erz hier? Sehr nice. Zack. Uah. Okay. Ah, passt. Perfekt. Nehmen wir noch den letzten Rest hier raus mit. So, wie viel haben wir denn? Es wird erstmal geschaut. So, kann ich den. Nee, will ich nicht. Okay, ich hänge jetzt gerade irgendwo und kann ich den. Wie kann ich diesen Grappling Hook eigentlich. Okay, so passt. So, was haben wir denn jetzt? Zusammengefasst. 7 Silberbarren. Oh, wir können 7 Barren bauen. Nice. Muss man nach unserer Claim sogar schauen. Bis zum 26. Current Supply of Copper Ore, Current Rate per Day. Komm, wir nehmen noch einmal. Dann haben wir bis zum 27. unsere Ruhe. Sehr nice. So. Weiter geht. Die Reise. Was haben wir hier? So, mal schön nochmal hier die 2 ausgerüstet. Das war nochmal Saphire, jawohl. Alles, was glitzert, nehme ich mit. So, hier hinten ist noch was. Und dann noch. Die Frage ist, ist klar, was das hier ist. Ich weiß nicht, ob es Gold ist oder irgendwas anderes. Vielleicht ist es Topas. Wenn es Topas ist, wäre es sehr nice. Aber das finden wir gleich raus. So, nochmal hier ein bisschen. An Kobalt mitnehmen. Zack. Und jetzt wird da vorsichtig ein bisschen was abgetragen. So. Was ist es denn? Gold, nice, okay. Das nehmen wir mit. Ja, und in so vielen, in so einer Menge schon wieder. So Höhlen sind einfach das Beste. Wahnsinn. Zacka. Und da hinten ist nochmal. Da geht es sogar noch rein. Mal um die Ecke geguckt. Hier oben noch. So. Zack. Sehr nice. So, zack. Und hier an der Sache noch, das können wir auch noch mitnehmen. Genau. So, dann war doch, kriege ich das noch? Jawohl, und da unten ist ein riesiges Silbervorkommen. Oh, toll. Oder ist das Silber? Müsste Silber sein. Ja, ist Silber. Sehr toll. Entschuldigung. Dann hätten wir das ja.
direkt gleich zusammengefarmt, den Stoff, den wir benötigen, um weitere Dinge bauen zu können und weitere schöne, bessere Sachen zu craften. Sehr nice. So, zack. Da ist noch ein Fitzchen. Nochmal eins und oh, nochmal eins. Komm, gib mir das Ding. Und jetzt hier noch. So. Perfekt. Dusch, dusch, dusch. So, zack. Und der letzte Rest noch. So. Jetzt willst du gar nicht mehr aufhören. Wow, was ein riesiges Vorkommen. Da haben wir uns gerade mindestens 3 Barren oder 4 Barren rausgeholt aus dieser Sache. Krass. Alter, es geht sogar noch weiter. Oder? Wahnsinn. Wahnsinn, da ist noch. Wow, das wird immer. Krass. Was eine riesige Ader. Mal geschwind hinzoomen. Hier oben noch. Und ist da hinten noch den Rest. So, hier noch und da noch. Jetzt müssen wir uns ein bisschen freischaufeln hier oben auch noch. Zack. Komm, und hier unten am Boden noch. Zack. So, wow, was ein Vorkommen. Hier oben ist auch noch was. Okay, wir wollen ja nichts verschenken, dann da war da hinten noch ein bisschen was. So, und jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt müsst ihr euch das mal geben. So verdammt viel Silber. Also bis da hinten rein. Und hier hört es ja nicht mal auf. Es geht weiter. Das war, glaube ich, Kobalt, oder? Das war Kobalt, ja. Zack. Was war hier oben? War hier oben noch was? Nee. Ist okay. Hier oben. Das ist, glaube ich, alles Kobalt da oben. Gut. Nehmen wir hier noch ein bisschen Silber mit. Das wäre jetzt wieder so eine etwas ruhigere Folge, muss man sagen. Und die letzten Folgen waren alle ein bisschen ruhiger. Ja, ein bisschen farmen. Und dann, wenn es dann wieder ans Bauen geht, ist man dann wieder ein bisschen kreativer unterwegs, sage ich mal. Ein bisschen, ja, einfach. Ah, passiert was. Es passiert einfach was. Es ist einfach cool. Und dann, wenn man dann was gebaut hat und sich das fertige Produkt ansieht, das ist schon cool. So. Silber, du bist mir langsam auch zuwider. Aber ich brauche dich einfach. So. Wie viele Barren können wir denn bisher bauen? Haha, 1800. Ey. Vorher haben wir am Hungertuch gesessen und haben gebettelt nach Silber. Jetzt haben wir 1800 Silber. Wahnsinn. So, dann nehmen wir das doch einfach mit, ne? Silber, 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 Silber. So, Dusch. So, Grappling Hook, Dusch. Und jetzt hier. Schakalaka. Wahnsinn. Dann hier noch. Und dann hier unten noch. So. Da oben wäre sogar noch was gewesen. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Nein, 2.
Habe ich gerade auf meine Maus verdrückt. Okay. Und dann nehmen wir das hier unten einfach noch mit. So, zack. Sehr nice. So, dann geht's mal weiter. Geht sie überhaupt weiter? Was ist, haben wir? Ach genau, da haben wir ja hochgegraben. Da war diese eine Feuerblume, sage ich mal. Geht's hier weiter? Okay, wir müssen unseren... So. Zack. Das Manövrieren in der Höhle oder sich zurechtfinden in einer Höhle ist schon ein bisschen sehr strange. Vor allem, wenn sie so verklüftet ist. So, ich glaube hier, ja genau, hier waren wir. Jetzt müssen wir nur ins Gucken. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Dieser Sand. Ging es hier weiter? Nein. Dann müsste es wahrscheinlich nach hier oben gegangen sein, oder? So, lass uns mal nach darüber gucken. Hat auf jeden Fall irgendwie Stil. Heieiei. Geht's da weiter? Boah, ich sehe hier gar nichts. Wahnsinn. Die zwei können wir mal loslassen. So, geht's hier? Nope, auch nicht. Ging's hier weiter? Das sieht doch ein bisschen besser aus. Nee, auch nur eine Sackgasse. Aber da vorne, das sieht gut aus. Ups. Wo ist meine Anzeige für meinen Hook? Ach komm, nee, das war eine schlechte Idee. Okay, noch ein bisschen gerettet. So, und... Zacka. Ah, ich glaube, wir sind wieder auf dem Weg nach draußen. Oder? Ich weiß es nicht. Weil hier ist... Ja, aber hier haben wir ein bisschen Kobalt angeknabbert. Dann jetzt hier. Was haben wir hier hinten? Was ist das? Das sieht nach... Ah, genau. Saphire. Nehmen wir mit. So... Zack. Genau. Und dann, Freunde, verabschiede ich mich auch wieder, wie in den letzten Folgen zuvor, beim Graben von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einer neueren Folge und hoffentlich auf dem Heimweg zurück zu unserer Claim. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.